Zürich konkret auf Zürich Plus. Ich begrüße Sie zur Sendung. Ein beliebter Treffpunkt für Liebhaber von Kleinkunst. Weit über die Regionsgrenzen aus hat das Kreuz und Quer Kleinkunstfestival damit einen Namen gemacht. Das farbenfrohe Zirkuszelt bietet auch bei seiner vierten Austragung den idealen Rahmen und das Ambiente für abwechslungsreiche Programme von nationalen Stars und Geheimtipps. Zwei davon sind diese Woche zu Gast bei mir. Ich freue mich auf die nicht ganz alltägliche Gesprächskonstellation mit dem Peach Weber und dem Claudio Zuccolini. Herzlich willkommen. Dankeschön. Claudio Zuccolini, was denkst du zuerst, wenn du den Namen Peach Weber hörst? Ein Kindheitsidol von mir. Ich habe eine der besten Erinnerungen, die ich habe. Ich habe in den Sommerferien arbeiten und habe bei mir so einem Innendekorateur den Teppich dann sortiert, zum E hat man mich nicht brauchen. Und ich habe nonstop Peach Weber gehört. Da war ich etwa 13, 14. Das heisst auch, wie alt er ist schon. Und wie lange er dabei ist. Grosser Respekt. Und was kommt Ihnen in den Sinn beim Zucko, seinem Namen? Ja, Kindheitserinnerung. Also ich habe natürlich meine Kindheit Kasperli-Kassette gehört und denkt, wenn kommt endlich der Zuccolini auf die Welt. Ich wette, wir können lachen. Nein, wir sind nur an wenigen Orten sind wir engagiert am gleichen Ort. Oder? Wir sind ja beide so teuer, dass es nicht mal gehört, zwei verliehen. Und da habe ich also wirklich immer gestaunt, weil er wirklich die Leute packt. Und ich habe Freude an allen, die erfolgreich Comedy machen in der Schweiz. Es gibt nämlich ganz wenig. Es gibt einen Haufen, die keinen Erfolg haben. Und darum, auch bei Divertimento hatte ich eine scheisse Freude, dass die jetzt so einen Hype haben. Weil das ist nicht Konkurrenz, das belebt einfach ein bisschen. Und ich habe Freude, jeder, der es schafft. Oder? Du hast es angetönt, Comedy ist nicht ganz einfach. Gemeinsam ist der Humor, aber der Humor ist nicht immer gleich Humor. Und trotzdem lacht das Publikum. Was ist der Humor? Der Humor ist eben schon ein bisschen gleich Humor. Es gibt einfach gewisse Leute, die das Gefühl haben, sie müssen dort dann auch noch gewisse Klassifizierungen machen. Und das ist eigentlich lächerlich. Also, wie sie der Musik auch lächerlich ist, wirklich da zwischen E-Musik und U-Musik unterscheiden. Mir denkt es, ein Mensch, der in einem Saal 600 Leute zum Lachen bringt, vor dem muss man zuerst mal den Hut ziehen, oder? Und wer das nicht macht, der soll mal probieren, nur 10 Minuten von 600 Leuten etwas Lustiges zu machen. Oder? Und man sagt ja immer, es ist einfacher, die Leute zum Brüllen zu bringen mit einem Film oder so, als die Leute zum Lachen zu bringen. Und darum glaube ich, müssten mindestens alle, die Humor produzieren, nicht auch noch anfangen zu sagen, ja, ich mache zwar schon Unterhaltung, aber schon noch ein bisschen mit Niveau und so. Dort habe ich immer ein bisschen Mühe, wir sind Pausen gewöhnt. Und auch politisches Kabarett muss unterhaltend sein. Und bei uns hat es Leute, die haben das Gefühl, wenn ein paar Politiker nachmachen können, sind es politische Kabarettisten. Oder? Aber wir sind alle so ein bisschen Pausen gelöhnt. Und bestenfalls sind wir gute Pausen gelöhnt und tun die Leute unterhalten. Wann hast du gemerkt, dass du die Leute eher zum Lachen bringst als zum Brüllen? Ich kann es schon auch zum Brüllen bringen. Aber nein, es war wahrscheinlich in der Schulzeit schon. Warst du der Spassvogel in der Klasse? Nein, ich war gerne für meine Kumpels rundherum der Spassvogel. Also ich war nicht Klassenkalb, der an der Schulreise auf den Tisch gestanden ist. Ich habe noch einen Witz zu erzählen. Eher das Gegenteil, aber in der Klasse. Oder? Man hat immer gereizt. Der Lehrer ist ja so eine Respektsperson, oder? Und vor allem die, die das stinkwichtig da haben, die Lehrer, habe ich immer, wenn der Lehrer etwas gesagt hat, habe ich ein Wort vertrüllt, damit es lustig ist, oder? Und die drumherum haben sich dann kaputt gelacht, oder? Haben dann auch Strafaufgaben bekommen, oder? Ich nicht, weil ich auch nicht müssen lachen. Und da im kleinen Kreis, da hat mich schon immer gereizt. Aber noch immer vorne stehen und eine halbe Stunde Witz erzählen, da hat es also Besserung gegeben in unserer Klasse. Und trotzdem ist jetzt das 14. Programm, das 14. Album draus. Also irgendwann hast du dann gleich gedacht, ich gehe mal auf die Bühne? Nein, habe ich auch nicht gedacht. Ich bin praktisch trainiert, geschliffert. Also soweit Maria zum Kind gekommen ist quasi? Ja, es war so ein bisschen so. Und ich habe zwar an einem Talentfestival mitgemacht, aber also völlig als Witz, oder? Also, weil
Ich hätte mir nie zugetraut, auf einer Bühne nur schon irgendetwas zu machen. Und habe dann mit einem Lied, das ist eine längere Geschichte, mache ich sie kurz, habe ich dann als Blödsinn mitgemacht, habe dann zweiten gemacht. Und an diesem Talentfestival waren die wichtigsten Leute von allen Plattenfirmen, alle wichtigen Journalisten. Die Plattenbosse sind sofort gekommen und haben gesagt, sie wollen eine LP machen mit mir. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will keine LP machen, ich habe nur ein Lied und so. Und aus dem heraus ist es eigentlich von selber entstanden. Also dort sind die Leute gekommen und haben gesagt, ja, wir haben noch Bahnhofsbuffet-Eröffnung. Und an jedem Auftritt, wo ich war, sind wieder zwei, drei gekommen. Und da habe ich gedacht, ja, machst du es so lange, wie es läuft. Und da denke ich eigentlich heute noch. Es läuft schon, es läuft schon. Machen wir noch so lange, wie es läuft. Claudia Zuccolini, was hat die Herkunft für einen Einfluss auf den Humor? Ja, ich glaube, also ich hatte das Glück, um auf dem Land aufzuwachsen. Und im Bündnerland. Im Bündnerland, ja. Es ist nicht so, dass ich glaube, der Bündner jetzt per se wahnsinnig lustiger wäre. Aber bei meiner Art von Comedy ist dann einfach, was dann daraus geworden ist, sind so Beobachtungen. Und ich glaube, wenn man nur in der Stadt aufwächst, ich wohne jetzt schon viele Jahre in der Stadt, aber auf dem Land, also man sieht dort glaube wirklich so der wahre Mensch oft und hat sehr viele lustige Themen. Und die Herkunft, ich glaube, man kann es nicht so wahnsinnig steuern, zum sagen, ja, es ist jetzt meine Eltern wahnsinnig lustig gewesen wären. Also aber sicher, würde Claudia Zuccolini ohne Bündner Dialekt auch funktionieren? Ich denke, schon auch, weil ich mache ja auch dort, wo es Bündnerdeutsch reden. Und das ist ja dann nicht so, dass die dann das wahnsinnig lustig finden, wenn einer gleich redet wie sie selber. Also von dem her, es funktioniert dort auch. Also ich glaube, der Bündner ist auch nicht wahnsinnig ein lustiger Dialekt. Ich glaube, man hat ihn einfach grundsätzlich. Ich habe einen grossen Vorteil, habe ich den Dialekt. Weil man hat ihn einfach so ein bisschen. Ja, es ist halt der Skilehrer-Dialekt, wo halt sehr viele, gerade Frauen auch daran erinnert werden, an früher. Wo sie noch auf der Piste waren. Du bist natürlich jetzt ein Steilpass-Skilehrer. Wie steht es denn um deine Skikünste? Hast du das mal probiert? Ich bin sogar Skilehrer gewesen, ja. Also nur Hilfsskilehrer, aber ich bin tatsächlich... Ja, es ist wirklich nur um die Jacke gegangen, weil das ist eigentlich die Auszeichnung, die Jacke. Und die hast du mal gehabt? Ja, natürlich. Und dann konntest du vorne reinfahren. Und auch wenn ich keine Kunden hatte, was mir eigentlich sehr recht war, wenn ich nichts zu tun hatte, weil ich sehr faul bin. Aber ich habe die Jacke stolz, bin ich mit der auf der und Piste. Und die hängen jetzt noch irgendwo im Kleiderschrank? Nein, die musste ich müssen wieder zurückgeben, leider. Aber früher war es einfach gelb-blaue Jacke. Überall hat es gelb-blaue Jacke. Das war der Skilehrer gewesen. Und ich glaube, das ist sicher ein Vorteil mit dem Dialekt. Der Dialekt ist schon nicht Wurst, oder? Also es gibt schon also einen Ostschweizer, der einen ganz giftigen hat, oder einen Walliser, der niemand versteht. Ja, einfach also, schwierig ist zu verstehen. Und dort muss ich sagen, bin ich froh, bin ich ein Aargauer. Also, weil Aargauer Dialekt ist so ein bisschen wie das Hochdeutsch von der Schweiz, ein Mischmasch oder, zwischen Basel, Zürich, Luzern, Bern. Und darum hat man so kein Problem, wenn ich im Wallis unten bin. Wenn aber ein Walliser zu uns kommt, wo sich nicht anpasst, oder, dann versteht man die Hälfte nicht. Oder? Und gerade bei so Wortspielen ist das wahnsinnig wichtig. Kommt es dir jetzt gut, dass du auch nicht die ganz typische Zürich-Schnur hast? Ich habe keine Zürich-Schnur. Ich habe eine 100% Aargauer-Schnur, aber wir sind jetzt halt näher an Zürich. Und die, die ein bisschen im Fricktal sind, die reden mehr mit einem Basler Einschlag. Die, die im Berner Aargau mehr sind, es gibt keinen wirklich definierten Aargauer Dialekt. Er ist eben ein Mischmasch von allem. Und darum versteht man ihn eigentlich in der ganzen Deutschschweiz sehr gut. Die Spassvogelgeschichte in der Schule, wie hat die bei dir ausgesehen? Das ist ganz ähnlich. Bist du in der Schule? Nein, ich war nicht in der Schule. Darum habe also ich in der Skischule? Anderes. In der Skischule. Ich war ein Haufen Jahre in der Skischule. Und ja, nein, aber es ist ähnlich gegangen. Es war auch immer so, dass immer noch müssen etwas sagen zusätzlich. Also es war wirklich auch eher nicht so, dass ich vorne her, ich hatte auch lange Mühe gehabt. Ich bin bei gewissen Sachen vorne her stehen, das hat mir immer Mühe gemacht, in dem Sinn, wenn ich nicht gewusst habe, genau, jetzt können wir ja unser Material so lernen, dass wir auch sicher sind vorne. Aber meistens, wenn du einen Vortrag und so bist, dann gleich nicht so sattelfest. Also vorne her stehen und die Leute unterhalten, hat mir mehr Mühe gemacht, als eben auch am Tisch hocken und irgendwann einen Spruch zu machen zu etwas, das du hörst. Das letzte Wort haben. Das ist mir auch ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Dass ich immer noch etwas sagen musste, also, wo es eigentlich geschieht. Gibt es schöne Anekdoten, die man erzählen könnte? Ja, Anekdoten, es hat ein paar. Also, ich war ein paar Mal vor der Tür. Und, ja, es ist schwierig, wirklich jetzt gerade so
schnell mal etwas erzählen, aber es waren so viele, dass ich immer noch etwas haben sagen musste. Ein anderes Problem ist, dass ich selber nicht mehr aufhören kann, wenn ich muss selber anfangen zu lachen. Das ist dann eben auch das nächste Problem. Also zuerst der Spruch und dann fängt jemand an zu lachen und dann bin ich. Und das hat natürlich nicht schöne Situationen gegeben. Wenn man selber das Publikum unterhält und das Publikum zum Lachen bringt, wie ist man als Zuschauer? Ist es schwieriger, euch zum Lachen zu bringen? Sind ihr kritischer? Oder sind ihr, wenn ihr im Zuschauerraum sitzt, einfach ganz, ich sage jetzt, normale Leute, die ab der gleichen Scherz oder ab der gleichen auch Banalitäten können lachen wie alle anderen? Ich empfinde es schwieriger. Eigentlich aus dem Grund aus, erstens mal hast du Respekt. Du gehst sehr positiv an eine Vorstellung, weil du weißt genau, was dahinter steckt. Und dann kannst du natürlich, es gibt dort schon Unterschiede. Das eine gefällt dir mehr, das andere weniger. Aber ich lasse mich sehr gerne unterhalten und ich bin extrem happy, wenn ich etwas gesehen habe, wo ich wahnsinnig gefreut habe. Man schaut es aber, bei mir ist es so, ich schaue es natürlich schon etwas anders, dann habe ich an, denke, das ist jetzt vielleicht noch, es geht halt durch das ich mich selber und bin sehr wahrscheinlich auch laufend mit dem Thema beschäftigt, ist es halt schwieriger, wenn dann einer kommt und dir einen Witz erzählt, den du glaub, schon zum ersten Mal mit 13 gehört hast und er das Gefühl hat, das ist jetzt ein Hammerwitz, dass dann vielleicht sehr wahrscheinlich einfach dein Anspruch an neue Sachen und wirklich etwas Cooles, also ich bin überhaupt nicht irgendwie, das Niveau muss nicht höher sein, aber es muss einfach etwas Neues sein, was mich wahnsinnig begeistert. Wie schwer oder wie einfach ist es, dich zum Lachen zu bringen? Sehr schwer. Also, das ist vielleicht auch der Preis, den man ein bisschen zahlt. Das ist, wie er gesagt hat, es arbeitet natürlich immer. Oder? Also, wenn ich, es kommt darauf an, was das definiert ist. Wenn es als Drama definiert ist, dann schaue ich das an und denke nichts dabei. Wenn es als Comedy oder als lustiger Schwank definiert ist, dann ist natürlich klar, vor allem wenn jemand das Gleiche macht wie ich, auch so mit Worten oder Wortspielen, dann ist es so, wenn der irgendeinen Satz anfängt, dann fängt es da schon an, von schaffen, wie könnte die Pointe sein. Und dann kommt sie und dann denkt man, ist sie gut, wie hätte man sie können besser machen und so. Das ist einfach, also so ganz entspannt kann man es gar nicht mehr geniessen, so wirklich. Nein, es gibt selten, dass ich dann wirklich, dass mir einfach übel vor Lachen. Und das war zum Beispiel, wenn ich das erste Mal, also es sind ja meistens nicht die bekannten grossen Komiker, als ich das erste Mal den Olaf Schubert gesehen habe mit seinem blöden Pullover mit den abgeschnittenen Ärmeln und seine komische Sprache, da lache ich nur noch, oder? Und ich habe letztens irgendeinen deutschen Comedian, wo ich zusammen mit ihm engagiert war, und habe ihn nicht kennt, habe ich im YouTube angeschaut. Und der hat ein Lied gehabt, da habe ich wirklich nur noch lachen, weil es war immer noch überraschender gewesen, als ich mir vorstellen konnte. Und ein guter Gag ist immer eine Überraschung, oder? Wenn ich nicht sehe, ich komme, dann muss ich nicht mehr lachen, oder? Und es gibt ja auch Leute, die können einem zum 12. Mal einen Witz erzählen, den man kennt, und man lacht sich zu Tod, weil es gut erzählt. Ja. Und ein anderer erzählt einen neuen Hammerwitz und man muss nicht lachen, weil er irgendwie einfach nicht kann Witz erzählen, oder? Das ist nämlich, eben das Timing ist sehr wichtig und das ist halt auch ein Talent, das man muss haben. Kann man nicht so lernen. Das Timing. Spürt man das? Spürt man das im Publikum? Spürt man das jeden Abend? Oder weiss man das im Voraus, so muss ich es machen und dann funktioniert? Ja, also bei mir ist es einfach so, zuerst muss ich mal den Text drin haben und dann nachher mal wissen genau, wo gehe ich durch. Ich bin dann nicht sehr genau nachher auf der Bühne. Und, ich merke, also ist nicht jeden Abend genau dort vergleichen? Ja, mehr oder weniger schon eigentlich, aber es gibt dann gleich so, und ich merke es dann auch, wenn ich wieder etwas verhaue. Also es gibt dann wirklich, also innerhalb von einem Satz kannst du zwei Wörter umstellen und du merkst. Es ist halt einfach so, du darfst bei einem Aufbau von einer Pointe, denke ich, darfst nicht am Anfang etwas erwähnen, das dann nachher am Schluss eine grosse Rolle spielt, weil die Leute das meistens schon vergessen. Also du musst dann im Rhythmus so bleiben, dass du dann genau weißt, aha, jetzt kommt Tag. Aber das ist zum Teil auch nach 30 Vorstellungen merkst du plötzlich, warum etwas nicht funktioniert hat, so wie es du eigentlich erwartet hast. Und dann ist zum Teil vielleicht etwas wirklich ein Wort, das du lieber eins führen nimmst und dann Pointe bringst, dass es dann wirklich funktioniert. Aber ich bin da nicht, also es gibt Leute, die glaube ich, seriöser arbeiten. Wird das Programm mit der Anzahl Vorstellungen besser, würdest du sagen, oder nimmt es dann irgendwann ab, weil es halt auch so Routine schon ist? Ja, also es wird sicher besser mal zuerst am Anfang. Also mit
mit mehreren Vorstellungen wird es sicher besser, indem du dann eben spürst, wo muss ich vielleicht eine Pause machen, wo muss ich etwas umstellen. Und dann kommt dann, glaube ich, wirklich so nach ein paar Vorstellungen kommt dann so ein absolutes Hoch. Und je länger du dann das machst, vielleicht geht es dann hin. Aber nicht so, dass man es, glaube ich, im Publikum merkt. Es geht dann einem selber. Lustigerweise sind die Sachen, die ich von Anfang an, die immer funktionieren und super lachen, sind die langweilen mich dann schneller als Sachen, die ich einfach selber Freude habe, zum erzählen. Es gibt wirklich Sachen im Programm, wo ich immer einfach reinlasse, weil ich selber den Applaus dran habe. Und die Leute, ich finde auch nicht, man muss es auch nicht steuern in dem Sinn, dass man sagt, du, das könnte jetzt wirklich noch etwas sein. Also wirklich rein aus dem Gedanken heraus, das könnten sie nehmen. Also muss mir selber schon auch Freude machen. Was steht eigentlich einmal zuerst? Der Titel vom Programm oder die einzelnen Lieder und Nummern? Ja, das ist unterschiedlich. Also bei mir gibt es meistens schon eine Idee. Also damals war es einfach so, als mir der Titel «Gags Bomb» in den Sinn kam, musste ich zuerst mal lachen, dass mir nach dieser langen Zeit, wo ich auch schon Titel gemacht habe mit «Gags Güsi» und «Gags Presso», und ich habe gefunden, das ist jetzt einfach der Hammer-Titel und dass mir der nicht früher in den Sinn kam. Und das war dann eine grosse Motivation, zu sagen, so komm, jetzt das Programm schreibe ich, nur wegen dem Titel schon, oder? Und es ist dann auch dementsprechend, glaube ich, noch gut rausgekommen, weil ich habe vor allem bei den Liedern damals einfach grausam den Applaus gehabt. Es hat in jedem Programm zwei, drei Lieder, wo man selber auch den Applaus hat, aber nicht alle. Oder? Es gibt auch etwa ein Lied, wo man denkt, ja, ist noch gut, aber es gibt keinen Knaller. Oder? Und damals hat es wirklich ein paar Ideen, wo ich mich selber jeden Abend freue. Und vielleicht da, was du vorher gesagt hast, dass dann nachher hinten runtergeht, da spüre ich weniger, sobald ich übe das Programm nie, oder? Also ich schreibe es und dann gehe ich mal auf die Bühne. Also du tust es nie jemandem vorspielen oder nein, mal so ein bisschen testen? Oder? Mach mir nur durcheinander, so Zeugs, weil jeder sagt etwas anderes. Also oder? Der erste Test ist vor Publikum? Ja, und wird auch gerade aufgenommen. Und wird auch gerade aufgenommen? Ja, und das ist eigentlich Kamikaze, aber ich schaue natürlich, dass ich am ersten Abend habe ich für 3,5 Stunden Material, oder? Ich mache 2,5 Stunden und dann kann ich am zweiten Abend schon viel rausrühren, was nicht funktioniert hat, dann tue ich wieder neu sein. Und am dritten Abend, wo also wir auch noch... Also du schaust quasi zwischen dem ersten und zweiten Abend schaust das an? Ja. Und schmeißt schon raus, was, ja. was nicht passt hat? Darum übe ich es nicht, weil was soll ich etwas üben, wenn ich nicht weiss, ob ich es noch rausrühre. Und auch die Lieder übe ich nicht, also die übe ich dann in den ersten 10 Vorstellungen. Und das ist manchmal auch noch glatt, oder? Also bei mir erwartet ja niemand, dass ich es perfekt mache, oder? Das ist ein bisschen der Vorteil, egal was bei mir passiert, die Leute meinen immer, der macht da extra. Also das heisst, wenn du mal den Text vergissst, dann ist es gar nicht extra? Es kann auch schon extra sein, aber es kann auch sein, dass ich verlasse mich darauf, dass mir da etwas drin kommt, oder? Und bis jetzt ist mir immer etwas drin gekommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel während der Vorstellung auf dem Stuhl runtergehe, würden die Leute denken, ja, der spielt da noch gut, oder? Und so nach 10 Minuten würde ich vielleicht denken, der hat noch Ausdauer, oder? Und wenn die Ambulanz kommt, würde ich denken, ja, ein Riesenaufwand für den Gag, oder? Und das ist, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das beruhigt mich eigentlich, dass es fast nichts gibt. Ich hatte schon Hustenanfälle gehabt. Ich hatte eine Vorstellung gehabt, in 38 Jahren, wo ich wirklich massiv Magenprobleme hatte. Und die Leute am Anfang gesagt, hör, jetzt kann sein, dass wir 4-5 Pausen machen müssen, Abend. Und das war dann auch so gewesen. Und die haben jedes Mal gelacht, wenn ich wieder gesagt habe, so, es ist Zeit für eine Pause. Also man muss es einfach einbauen. Oder? Ist der Druck, der Erwartungsdruck, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, mein Programm ist gut, ich kann es niemandem zeigen, dann kommt der erste Abend. Das ist ja enorm. Du hast geschafft und gemacht und du weißt nicht, ob es funktioniert. Es ist natürlich so, nach 38 Jahren hast du schon eine Ahnung, was könnte funktionieren oder nicht. Du weißt aber nie, wie der Gag funktioniert, oder? Ob es einen Hammer gibt, ob es einen mittelmäßigen gibt. Es gibt schon Einzelne, wo du wirklich alles wetten würdest. Da geht wirklich eine Kanone, oder? Aber es ist natürlich nicht so, dass ich nicht... ich weiss einfach, es könnte wirklich einmal passieren, dass ich nach einer Viertelstunde merke, es hat nicht so funktioniert, oder? Es ist bis jetzt noch nie passiert, darum wird man halt auch ein bisschen übermütig und denkt, es wird eben beim 15. Mal noch gehen, oder? Man ist dann natürlich auch 100% oder noch mehr konzentriert, oder? Wenn ich weiss,
Ich habe ja in jedem Programm alles neue Sachen. Ich schleiche nicht nur alte Lieder mit und alte Texte und so. Es ist wirklich alles neu, nicht ausprobiert. Und ich liebe das noch. Es ist so ein bisschen meine einzige Form von Abenteuer, wo ich eingehe. Gagsbomb in Anlehnung an, ich sage jetzt mal, als berühmte Sexbomb von Tom Jones. Einfach zugehen in Anlehnung an die grosse Konkurrenz von Windows, sagen wir jetzt, und Microsoft. Da haben wir eine kleine Gemeinsamkeit. Einfach zugehen. Ist das der Titel, der zuerst gestanden ist? Oder nein. Wie ist es dazu gekommen? Ich finde das aber ein sehr schwieriger eigentlich Titel. Beim Pitch ist es ein offener der Titel einfach. Es kommt der Pitch und bei mir ist dann auch, ich habe ein bisschen so einen roten Faden halt, wo ich das Ganze verpacke. Wo letztens, ich habe eine Kaffeefahrt mal gemacht und ich habe halt einfach Sachen, wo man das Publikum hat, also wo eh schon im richtigen Leben auch dort wäre. Und ich habe, was habe ich gemacht, noch Erfolgstrainer, da hast du auch Leute, die zu dir in die Show kommen. Und jetzt ist es halt weitergegangen. Der Titel ist eigentlich gestanden, das finde ich wahnsinnig schwierig, den zu finden. Und ich habe dann zuerst einfach Zucker. Und mit dem Sagen ist es dann gegangen, einfach Zucker, weil ich jetzt wieder auf der Bühne bin, einfach so, wie ich bin. Und nachher mit dem Schweizerdeutschen einfach ist plötzlich das I da gewesen. Das einfach. Da habe ich gedacht, das sind dann schöne Momente. Ich denke, hey, unglaublich. Genau, einfach. Und dann hat es sich fast aufgedrängt, um nachher dann das grafisch auch umzusetzen. Also. Wie funktioniert der Titel, wenn man ihn nur sagt und eben das Geschriebene nicht sieht, mit dem I und dem Fach? Oh, er funktioniert ja gesagt, einfach zugehen. Ja. Und dann heisst es halt einfach zugehen. Und erst mit dem Sehen denkst du dann. Begreifen Sie. Ja, dann nimmst du es einfach so und sagst, ah, da einfach zugehen, ja, weil ich einfach der Zucker bin und einfach wieder auf der Bühne und so. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber eigentlich spielt es bei mir auch keine Rolle. Also ich könnte auch einfach die Geschichten, die ja aus dem Alltag sind, die könnte ich auch einfach so wirklich Stand-up erzählen. Nur mit dem Mikrofon und so. Gut, und wie viel Übung steht da hinten dran? Wir haben gehört, es gibt keine Tests, es gibt nichts, niemand schaut das an. Es ist die erste Vorstellung, die man per se entscheidet. Wie sieht das bei dir aus? Es ist immer die erste Vorstellung einmal. Also bei mir ist es nicht gerade so, dass ich aufnehme und nicht gerade so, dass es dann schon, ich weiß nicht, hast du gerade Premiere mit dem ersten Mal? Ist dann gerade Premiere? Ich mache keine Premiere, also mache keine Terniere, weil da komme ich nur so sehr wie Lapramis, gucke ich ein Küchchen fressen. Und auch noch eine dumme Röhre. Und darum habe ich irgendwann aufgehört mit so Premiere. Es ist einfach die erste Vorstellung. Es fällt noch immer an. Ja, und das ist auch bei mir eine Vorstellung. Also ich habe jetzt habe ich sogenannte Tryouts. Tryouts. Ich habe jetzt angefangen zu machen. Einfach Tryouts. Weil ja, es hat sich dann auch gelohnt, um mal wieder die Sachen zu testen. Aber das waren zwei oder drei Vorstellungen gewesen, einfach zum Schauen. Weil ja, bei den anderen Programmen habe ich glaube einmal, bevor ich eine offizielle Premiere mache, dort habe ich es glaube ich einmal aufgeführt. Es geht mir mehr darum, einfach mal zum. Aber es ist immer die erste Vorstellung. Also egal, ob das jetzt als Premiere ist oder als Tryout rausgehen, weil du weißt vorher nicht. Und du weißt ja nicht, das kannst du auch nicht testen. Also auch mit 5 Leuten kannst du das nicht testen. Du kannst vielleicht schon jemanden spüren, okay, es könnte funktionieren. Aber ich glaube, erst wenn die Leute wirklich da sind, die auch das Billett kaufen und sagen, wohl, das interessiert mich, dann siehst du, wie es läuft. Erfolg und Öffentlichkeit, Claudio Zuccolini, gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Und man weiss eigentlich im Voraus, die Öffentlichkeit ist auch da, wenn es einmal nicht so läuft und nicht so gut ist. Es hat heftige Kritik gehagelt zu Beginn der Knietournee, letztes Jahr am Anfang. Wenn es einem dann selber betrifft und es wirklich da ist, wie geht man damit um? Ja, man muss. Also man muss damit umgehen. Darum sage ich, jetzt haben wir auch gerade wieder eine Phase mit Leuten, die sehr kritisiert werden. Letztendlich ist halt immer eine Person dahinter. Also das ist halt, und gut, beim Humor ist es jetzt einfach eine schwierige Situation, weil das ist auf der einen Seite wirklich, die Leute funktionieren zum Teil anders und du kannst dann nicht sagen, es tut mir leid. Also ich habe ja irgendwie nicht, wenn ich jetzt Geld unterschlagen hätte oder weiß auch nicht was, oder die Frau irgendwie eingesperrt und dann muss ich sagen, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht so gut gewesen, tut mir leid. Aber beim Humor, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen,
Darum habe ich auch nichts gesagt. Also es ist schwierig. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Jeden Abend ja dann gleich wieder müssen rausgehen. Ja. Wissen, die Schlagzeilen sind da, die Leute, die Erwartungshaltung wird noch höher sein, weil man ja nur darauf wartet, könnte etwas in die Hose gehen. Da braucht es ja schon gewisse Motivation dazu. Ja, also man muss. Also es ist mir wirklich nichts anderes übrig geblieben. Es ist ja so, ich hätte auch können sagen, du, ich werfe den Battle her, aber dann wäre es noch extremer gewesen. Ist nie da gewesen, der Gedanke? Ja, nie da gewesen. Also, nein, es war wirklich nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, mir das ernsthaft überlegt. Weil auf der einen Seite ist es finanziell, auf der anderen Seite ist es auch vom ganzen Renommee her, musst du sagen, also, es ist ja schon, du bist dann der aufgehört hat. Oder? Und ich glaube, es war dann einfacher gewesen, um das durchzuziehen. Es hat ja dann auch gekehrt. Was hat es ausgemacht oder wo hast du dann gespürt, okay, also das funktioniert nicht so, wie ich gedacht habe. Ich muss in die oder in die Richtung oder ich könnte in die oder in die Richtung, um das wieder ein bisschen auffangen und das Ganze wieder drehen. Ich habe einfach etwas versucht, wo ich nicht war, letztendlich. Also ehrlicherweise, ich habe etwas versucht, weil man halt über das, was der Pitch gesagt hat, viele Leute reden drin. Also man hat immer wieder, und man hört so viele Sachen, weißt, und du musst dies und das. Und letztendlich bist du ja eigentlich überall, wo du engagiert bist, bist du als der, wo du bist. Zirkus. Ja, du bist engagiert als der, wo sie ja vorher gesehen haben. Und wenn du dann anfangen versuchst, etwas anderes zu machen, wo du merkst natürlich, im Zirkus funktionieren gewisse Sachen wirklich nicht. Also du darfst nicht wahnsinnig viel voraussetzen. Du musst schnell sein, du musst wirklich eins nach dem anderen. Und ich habe das halt, auch dort ist es das erste Mal, wenn du reingehst und du weißt es dann nicht. Und das ist ja relativ rassig losgegangen, also es ist ja innerhalb von einer Woche. Und ich habe schon gespürt, dass es so nicht geht. Aber ich habe auch zuerst müssen noch mal ein bisschen herausfinden, um was es geht. Und wenn du natürlich nach einer Woche schon so angeschossen bist, dann ist es schwierig. Wie ist das bei dir, Peach Weber, über diese lange Zeit? Hat es irgendwann mal so eine Phase gegeben, wo du das Gefühl hast, das funktioniert jetzt nicht so, jetzt, wenn sie es nicht mehr hören oder wenn sie mich nicht mehr so haben? Oder man hat dich in eine Rolle drängen, wo du gewusst hast, es funktioniert nicht? Nein, weil ich habe mir immer gesagt, wenn es mal nicht mehr funktioniert, dann höre ich einfach auf. Also ich hatte nie den Druck gehabt, ich wollte das aber bis ans Lebensende machen. Und Humor ist halt eines der ehrlichsten Geschäfte, oder? Es ist zwar so, dass jeder Volltrottel einfach sagen kann, das ist nicht lustig, fertig. Er muss nicht einmal lustig sein, er kann völlig humorlos sein. Und dann hast du schon mal ein Problem, oder? Und für mich war einfach irgendwie das immer spannend gewesen, und ich habe es einfach Schicksal überlassen. Ich habe gemerkt, dass je älter ich geworden bin, umso lustiger sind die Vorstellungen geworden, weil ich es noch lockerer genommen habe. Ich habe früher manchmal mir auch noch mehr Gedanken gemacht, wenn man vielleicht bei einer Firma engagiert war, wo jetzt sagen wir 50% Ausländer sind, wo wenig Schweizerdeutsch können, 20% Pensionierte, die zu Hinterstocken nicht gehören, dann hast du noch 30% potenzielle Kunden, oder? Und bei dem, was ich mache, musst du wirklich sehr gut Schweizerdeutsch verstehen, oder? Sonst gehen die Wortspiele nicht. Und da habe ich früher mir auch noch im Heimfahren überlegt, ja, hätte man nicht noch etwas können, hätte man nicht noch mehr können machen. Heute sage ich mir, also es passiert auch sehr selten, weil ich heute das Management selber mache, bin ich eigentlich nicht mehr an einem falschen Ort engagiert, weil ich immer mit den Leuten selber rede. Und darum hat sich da nie ergeben. Und ich hätte sofort, auch vor 20 Jahren, wenn ich gesehen hätte, es läuft nicht mehr, es macht keinen Spass mehr, hätte ich aufgehört. Oder? Wäre ich halt Badmeister auf den Bahamas geworden. Skilehrer. Solange man keine Kunden hat, merkt man es ja nicht. Ich will gleich noch auf ein Ereignis aus der jüngsten Vergangenheit reden. Der Tod von Robin Williams, einem von einem ganz grossen Schauspieler und auch jemand, der die Leute zum Lachen gebracht hat, hat viele stark bewegt. Und man fragt sich, einer, der so ein fröhliches und erfolgreiches Leben hat und so nicht zur Rank kommt. Und ihr seid beide in dieser Branche tätig. Ist das die andere Seite von dem vermeintlich immer lustig sein? Da gibt es halt eben auch das Alleinsein, das Traurigsein, das schwierig ist. Ja, also diese Seite gibt es schon auch, dass man einfach, und da merken die Leute natürlich nicht, dass man sehr viel Energie rauslässt, oder? Und jetzt, bei dem, was ich mache, muss es ja aussehen, wie man das Zeug gerade so locker trinken wäre. Das ist eigentlich das Beste, aber es braucht sehr viel Energie und man gibt sehr viel raus.
Aber was natürlich dazukommt, ist, wenn du Diagnose Parkinson bekommst und genau kannst nachlesen, das und das, dann Phase. Kannst du natürlich nicht mehr einfach mit Humor überspielen. Oder? Sonst kann man schon viel, Humor ist etwas Geniales. Also wenn man sich den Humor behalten kann, hat man auch in schwierigen Situationen, auch bei Krankheiten oder bei Schicksalsschlägen, hat man einfach die Chance, nach einer kurzen Zeit, wenn man den Humor wieder findet, die Situation irgendwie zu überstehen. Aber wenn einem wirklich eine Diagnose gestellt wird, wo man den Zerfall praktisch ausrechnen kann, ich glaube, da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Das muss der Mensch selber entscheiden. Oder? Das hat aber mit der Komik selber nicht so zu tun. Weil ich glaube, mir ist aufgefallen, alle 100-Jährigen, die es an mich noch interviewen, das sind alles deren, die noch Humor haben, oder? Die 100 Jahre den Humor behalten haben. Und die haben zum Teil Krieg erlebt, die haben Zeiten erlebt, das Herz müssen arbeiten. Und wenn man den Humor verliert, dann kann also das Leben schon mit 40, 50 vorbei sein. Oder? Ist es der Humor, der einem über Krisen heraus rettet? Und jetzt zurückdenkst du auch an die Geschichte beim Knie. Selber, der Humor, hat er dir geholfen? Ja, dann nach einer Zeit natürlich schon. Also du, und vor allem der Vorteil, also bei mir ist es, ich kann natürlich alles, was war, kann ich dann nachher verarbeiten. Wieder viel im Programm kannst du das aufnehmen. Das ist eigentlich noch gut. Das ist dann so der Lohn von dem, wo dann jemand unangenehm ist, dass du das gleich noch kannst umwandeln in ein positives Programm. Oder Sachen, die du den Leuten schon lange nicht einfach kannst einen Kopf werfen, kannst du dann auch ins Programm hineinnehmen. Aber ich glaube, der Humor ist also schon wichtig. Du kannst schlussendlich Dampf ablassen? Ja, eigentlich schon. Auf eine Art und Weise, wo du niemandem... Es ist einfacher, um irgendwie vorzustehen und irgendwie, weiss ich nicht, so dermaßen in einer Wut rein, den Leuten etwas an den Kopf zu werfen. Oder einfacher, es ist unangenehmer. Und auf der Bühne kannst du das den Leuten so erzählen, dass sie darüber lachen und finden, hahaha. Und vielleicht hast du gleich noch den Effekt, dass sie das nächste Mal, wenn sie wieder etwas machen, wo ich mich nerven darüber, dass sie denken, ah, vielleicht, ja, das habe ich gerade gehört. Das ist auch noch das Positive am Ganzen. Aber der Humor ist, ich denke schon, das ist natürlich auch eine Schutzwand, wo du kannst dann in gewissen Situationen einfach sagen, so noch einen Spruch machen. Es gibt wenige Sachen, die wirklich so ernst sind, dass mir nicht noch etwas in den Sinn kommt. Wir könnten abendfüllend diskutieren. Wir sind am Schluss von unserer Sendung. Claudia Zuccolini, was haben Sie? Hast du den Peach Weber schon lange mal fragen und dich nie getraut? wie er das macht, dass er auch in seinem Alter noch so wahnsinnig gut aussieht. Ist nur, ich trinke viel Wasser und mache viel Sport, wie alle Models. Und du hast dich vegan ernähren. Ah ja, genau, ja, vegan. Ja. Und welche Frage muss der Claudia Zuccolini hören, Peach Weber? Seelische Knie. Ein Kniefall. Nein, das ist zum Beispiel etwas, wo ich schon gar nie auf die Idee komme. Oder? Also ich kenne die Absturzgefahr. Und ich mache zwar noch gerne Sachen, wo ich einen Absturzgefahr gesehen habe. Ich habe letztes Jahr an einem Göhlen-Konzert einen Überraschungsauftritt gemacht von ein paar Minuten. Da ist natürlich ein Absturz möglich. Oder an einem Hippie-Festival auf einem Bauernhof. Aber zum Knie, das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Ich bin froh, haben sie mich noch nie gefragt. Lassen wir das so da stehen. Peach Weber, Claudia Zuccolini, danke vielmals für den Besuch hier bei uns in der Sendung. Zwei Solokünstler, die es offensichtlich ganz gut zusammen können. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, der Peach Weber und der Claudio Zuccolini. So viel Humor für diese Woche. Lust auf mehr sind beide, kann man sehen, am Kreuz und Quer Kleinkunstfestival in Dübendorf. Weiter geht es jetzt mit dem aktuellsten aus der Region im Zürich-Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.